Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ja, das letzte, das lief ja wieder auch nicht so gut. Sind wir in der dritten Runde schon wieder ausgeschieden. So ein Mist. Versuchen wir es einfach nochmal neu. Und wir bleiben allerdings bei ihr. Ich weiß nicht. Ich finde die einfach klasse. Mit der kann man gut spielen. Und normalerweise bin ich mit ihr auch relativ gut. Aber wie gesagt, zumindest gegen Computer. Aber das ist genauso wie bei Pokémon Tekken DX. Gegen Computer und gegen andere Mitspieler, das ist eben was völlig anderes. Da kann man noch so gut gegen Computer sein, auch auf sehr schwer. Dann kann man trotzdem gegen Menschen mit Leichtigkeit verlieren. So ist es hier natürlich auch. So, Camille mit Cooper. Wow. Was war das für eine Internetverbindung? Ich hoffe mal nicht von mir. Ich meine, bei mir steht die Switch direkt neben meinem Router. Also von mir kann es eigentlich nicht die schlechte Verbindung gewesen sein. Okay, das ist wieder ein Anfänger, würde ich sagen. Rutscht noch viel hin und her. Camille, du solltest nicht so unruhig sein. Hat jemand eine schlechte Internetverbindung, ja? Wie erst 0,30? Ich hab da schon dreimal Punkte gemacht, oder? Mal gucken, ob ich es halte. Jupp. Sehr schön. Okay, wenigstens den ersten Kampf von auch gewonnen. Ich glaube, in den ersten Kampf habe ich, glaube ich, nicht so wirklich Probleme beim Turnier. Tut mir leid, Camille. Aber ich glaube, du musst noch ein bisschen üben. Ach, die hat sogar mehr Punkte als ich. Interessant, okay. Doch kein Anfänger. Trotzdem tut mir leid, Camille. Aber gutes Spiel. Danke. Okay, das war der erste Kampf beim neuen Turnier. Hoffen wir, dass wir diesmal weiterkommen als Runde 3. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es das so passiert. Und schaltet beim nächsten Teil auch wieder ein. Also, das war Mario Tennis Aces mit Online-Turnier. Mit von Nöher Gameplays als Hobby. So, komisch. Warum habe ich die Sätze eben gerade nicht so gut hinbekommen? Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite. Und mein Hals fängt an zu kratzen, warum auch immer. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei. Tschüss!